Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Im heutigen Video reden wir über das Vierpäpstejahr und wir reden garantiert nicht über das Jahr 1276, sondern über die UFM-Saison 191 und wir schauen uns meine erste Liga an. Es hat tatsächlich am Ende doch noch gerade so gereicht. Am 34. Spieltag konnte ich mir den Klassenerhalt sichern und musste Jahn Regensburg dann tatsächlich runterschicken. Ich hoffe, er kommt schnell wieder. Wir schauen uns meine neue erste Liga an. Ein paar neue Teams sind ja da. Wir schauen uns die Stärkestruktur an, denn das neue Ziel ist das alte Ziel. Ich möchte wieder die Klasse halten. Des Weiteren werfen wir einen Blick in meine Jugendakademie. Der ein oder andere kann sich vielleicht schon denken, was da los ist. Wir müssen aber noch ein paar Minuten warten, bis der neue Spieler da ist. Und deswegen starten wir mit der Liga. Das ist meine Liga. Wir begrüßen erstmal die vier Aufsteiger und gratulieren dem Meister. Der erste PC Bavaria Bernim ist Meister geworden. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wir haben uns ja schon viele spannende Duelle geliefert. Er hat sogar das Double geholt. Das war eine bärenstarke Saison. Neu in der ersten Liga ist die grüne Brille, ist das Z-Team, sind die Shanghai Sharks und Glück auf Stärkrade. Für die Zauberkraft natürlich, nicht nur Zauberwürfel, sondern auch Fußballzauber jetzt in der ersten Liga. Sehr, sehr schön, dass ihr es geschafft habt, in die erste Liga aufzusteigen. Nicht so schön ist, dass ihr alle so stark seid. Letzte Saison habe ich zwar verdient die Klasse gehalten, aber mein Team war tatsächlich wirklich nur das 14. stärkste Team der Liga. 14 stärkste Team der Liga, das war ja alles richtig. Und ich bin ja 14. geworden. Es war also alles in Ordnung, aber es war verdammt knapp und es sieht nicht besser aus. Stärke 246, gut, man ist wahrscheinlich noch so diese alten Zahlen gewöhnt und sagt sich, das müsste ja eigentlich reichen. Jetzt mit den neuen AWP-Grenzen, naja, dann noch die Goldspieler, naja, also das sieht gar nicht mal so gut aus. Eine verdammt harte Liga. Gut, Hannover geht wahrscheinlich runter oder hat er nur nicht ordentlich aufgestellt, wenn der jetzt auch noch vor mir liegt. Der geht wahrscheinlich runter oder muss noch einkaufen. Das ist erstmal nicht schlecht. Auch ein Hinweis dafür ist, dass er jetzt hier die starken Spieler auf dem Transfermarkt stehen hat. Das gucken wir uns mal an. Und wir betrachten auch sein Kaufverhalten. Da ist jetzt nichts Starkes gekommen. Er geht wahrscheinlich runter. Ein Absteiger. Jürgesheim geht offensichtlich auch den Weg Richtung Liga 2. Ein 37 Jahre altes Team, keine Einkäufe, zwei Absteiger haben wir schon mal gefunden. Hier ist noch so ein Abstiegskandidat. Franken hat, glaube ich, einen 30er Sturm. Wir gucken uns mal an, wie alt er ist. Das sieht nicht gut für uns aus. Die sind 35 Jahre alt, zwei stehen am Transfermarkt. Der steht auch am Transfermarkt. Ne, die stehen alle am Transfermarkt. Das ist interessant für uns, meine Freunde. Ja gut, aber er möchte natürlich auch ein paar Euro dafür haben. Die stehen mehr oder weniger so zum Ausprobieren auf dem Transfermarkt und nicht für einen sicheren Verkauf. Bedeutet, es bleibt erstmal bei zwei relativ sicheren Absteigern, wenn sie nicht mehr einkaufen. Ganz wichtig, das dazu gesagt. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kaufe mir halt ein 330er Team, dann macht das halt. Ich weiß jetzt nicht, ob eins auf dem Transfermarkt steht, nur das Ganze halt mit Vorbehalt. Aktuell haben wir zwei Absteiger gefunden. Franken würde ich vor mir einordnen und dann würde ich tatsächlich 16. werden, wenn es nur nach Teamstärke geht. Das ist gar nicht gut, meine Freunde. Haben wir jetzt hier noch irgendeine Mannschaft, wo wir sagen, die ist vielleicht ein bisschen alt? Der Manager verkauft vielleicht, hier haben wir 36,09, bedeutet, er hat einen 37-Jährigen drin stehen wahrscheinlich. Das reicht uns natürlich nicht. Er wird ein Nee, das ist tatsächlich anders. Er hat einen 27-Jährigen drin stehen und ansonsten nur 37-Jährige.
Das gefällt mir. Ich hoffe, ich spiele jetzt nicht am Anfang in der Saison gegen ihn. Nee. Bedeutet, er müsste auch noch einkaufen. Da haben wir eigentlich den dritten sicheren Absteiger gefunden und dann rutschte ich schon auf Platz 15. Reicht uns immer noch nicht. Aber es wird etwas leichter. Wie hat er eingekauft? Er hat auch junge Spieler gekauft. Er stellt sich wahrscheinlich hier sogar eine Mannschaft zusammen. Und das ist für uns erstmal ein gutes Zeichen. Wir haben einen dritten Absteiger gefunden. Und wie gesagt, alles mit Vorbehalt. Wir wissen nicht, was die noch machen, aber es sieht erstmal nach drei sicheren Absteigern aus. Ihn kenne ich auch von Online-Liga. Er hat mir irgendwann mal in Online-Liga geschrieben, ey, wir spielen doch nur auf M in einer Liga. Und da denke ich mir so, tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir da einen Transfer untereinander hatten oder so. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Transfer oder was es auch immer war, in Online-Liga untereinander hatten, spielten wir hier im OFM in einer Liga. Das müsste eine Regionalliga damals gewesen sein. Aber das sieht nach dem dritten Absteiger aus, reicht uns immer noch nicht. Wir müssen also unser Team eigentlich zumindest hier platzieren bei 257, um die Wahrscheinlichkeit zu verbessern, dass jemand dieser drei Mannschaften noch unter uns landet und wir wieder 14. werden oder 13. werden. Das sieht nicht gut aus. Natürlich haben wir eine ziemlich gute Werteverteilung. Ist absolut in Ordnung. Allerdings müssen wir den Keeper noch gleichwertig dazu ersetzen, um diese Werteverteilung auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, ich werde mir eher so einen 22er, 23er Keeper kaufen. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, wir brauchen einen starken Keeper. Und dann müssen wir vielleicht sogar wieder mehr investieren, als wir eingeplant hatten. Der Stürmer ist super, der kann diese Saison noch spielen, der kann auch nicht mehr verkauft werden, der ist also safe. 28er Stürmer, wahrscheinlich bald sogar 29er Stürmer. Das sieht richtig gut aus. Aber das wird verdammt eng werden, meine Freunde. Ich werde mich dann bald nochmal melden, dann gibt es im nächsten Video einen Teamcheck. Wir sprechen aber nochmal hier über die Teamstärken, wenn ich mir dann mein neues Team fertig zusammengestellt habe. Wenn dann klar ist, welche Team wählen tatsächlich den sicheren Weg Richtung Liga 2? Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Es wird wieder spannend werden und wenn ich Glück habe, kann ich wieder 14. werden. Aber unser Ziel ist es natürlich nicht, jede Saison 14. zu werden. So, ich habe ein paar Kicks in die Hand genommen und wie schon angekündigt, Spieler aus dem Vatikan verpflichtet. Und das ist jetzt erstmal nicht schlecht gelaufen. Wir haben drei Spieler bekommen. Natürlich, wie ich es mir gewünscht habe, keinen Keeper bisher. Den schauen wir uns gleich mal an. Das könnte natürlich auch noch ein Keeper sein, aber bisher hat es nicht geklappt mit dem Keeper. So, jetzt haben wir hier noch so ein paar Spielereien frei, und zwar Leistungstest. Dein Spieler macht einen Leistungstest und sein wahres Talent wird sichtbar. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nie gemacht, aber kostet nichts. Also hauen wir das mal rein. Ja, fünf, ja, ich habe den doch vom Jugendscout mit 5 Sternen Talent geholt. Ja, Wahnsinn, meine Freunde. Ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt. Das sieht jetzt erstmal gut aus und ich bin gespannt, ob das jetzt nicht einfach jeder von den Spielern hat, die ich da verpflichtet habe, weil die ja vom 5-Sterne-Talent-Scout gescoutet wurden. Weil dann wäre es jetzt einfach nur verschwendet. Das war der Bruneck. Das müsste der mittlere gewesen sein. Nee, das war ein anderer. Das war dann der obere. Genau. Und der hat 5-Sterne-Talent. Das überrascht uns halt, wie gesagt, nicht, weil wir den von einem 5-Sterne-Talent-Scout haben suchen lassen. Aber wir hauen es trotzdem nochmal rein. Ich bin sehr gespannt. Oh, die können sich unterscheiden. Und dann ist es für uns tatsächlich interessant, weil er hier hat nur 4-Sterne-Talent. Das ist natürlich ärgerlich, dass dieser Scout hier scheinbar nicht immer nur 5-Sterne-Talentspieler holt. Und hier hauen wir es nochmal rein. Bitte nochmal 5 Sterne. 3 Sterne nur! Wir verschlechtern uns hier immer weiter. Was ist das denn, meine Freunde? 3 Sterne hat er nur. Ja, das ist ja ärgerlich, Mensch. Da beauftragen wir einen Scout, wählen sogar noch das Land aus und haben hier einen Spieler mit 3 Sterne Talent. Ich weiß nicht, was das heißt. Vielleicht kommt der auch auf Stärke 5, wahrscheinlich nicht. Ich habe das noch nie benutzt. Aber der hat scheinbar nur 3 Sterne Talent im Gespräch. Also wie kann man denn das Talent in einem Gespräch herausfinden? Nachdem dein Jugendspieler bla 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 einen intensiven Leistungstest durchgeführt hat, stellt sich heraus, dass der Spieler über folgendes Talent verfügt.
bedankt sich bei dir für das Gespräch und freut sich schon sehr darauf, einem Profiteam beizutreten. Ja, Freunde, da kann ich mir vorstellen, ne? Weil wenn der einem Profiteam unterkommt, hier mit 3 Sternen, dann hat er Glück gehabt. Dann hat er verdammt viel Glück gehabt. Okay, dann verpflichtet, das ist auch ein Abwehrspieler. Das ist auch ein Abwehrspieler. Ich glaube es nicht, meine Freunde. Wir wollten einen Keeper haben. Jetzt haben wir noch einen Verteidiger. Und wir haben einen 3-Sternen-Talentspieler dabei. Also das Vier-Päpste-Jahr kann kommen. Einen coolen Spieler haben wir immerhin dabei. Und den hier schauen wir uns jetzt auch noch im Leistungstest an. Jetzt wollen die dafür haben 200 Kicks. Ja, das machen wir nicht, meine Freunde. Jetzt nochmal 200 Kicks da reinhauen. Wir haben keinen freien Leistungstest mehr zur Verfügung. Wir haben keinen Keeper bekommen. Wir haben uns 4 Spieler geholt. 2 Abwehrspieler, 2 Mittelfeldspieler. Wahrscheinlich alles Liberos. Schauen wir mal, meine Freunde. Jedenfalls, das Projekt ist gestartet. Jetzt müssen wir eigentlich, wir können ja keinen Spieler jetzt weghauen aus dem Vatikan. Es ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir jetzt hier so einen 3-Sterne-Talentspieler haben und er hier wahrscheinlich besser ist, hier ein Deutscher. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt ja den feuern. Ich glaube, ich warte jetzt mal 2, 3 Tage ab, mache mir da Gedanken zu, weil der wird ja wahrscheinlich dann so ein 17-2er, 17-3er werden. Naja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich weiß auch nicht, wie aussagekräftig dieser Leistungstest ist. Also wir warten jetzt mal ein paar Tage ab. Wir schauen uns die Entwicklung an. Ich verteile gleich nochmal die Einzeltrainings sinnvoll. Und dann schauen wir uns das die Tage dann nochmal an. Wie gesagt, dann gibt es auch einen Teamcheck endlich nochmal vom SK Christie. Möchte ich mir mal die Mannschaft anschauen und gucken, was er so für Ideen hat aktuell. Das kommt dann im nächsten Video. Zum Schluss wollte ich euch noch meinen neuen Jugendspieler zeigen. Ihr wisst es ja, ich habe immer Glück mit der Position. Und selbst wenn ich einen Stürmer verpflichte, dann ist es ungefähr auf einem Niveau. Mit einem Libero ist es tatsächlich ein RS geworden. Mein 17-5er, sehr ärgerlich. Aber meine Freunde, ich bin trotzdem glücklich, weil ich habe es geschafft, die Klasse zu halten. Und das war das Wichtigste. Hab mich sehr gefreut am 34. Spieltag. Die Spannung war super. Und dann macht es richtig Spaß. Natürlich am Ende macht es nur richtig Spaß, wenn man die Klasse dann auch tatsächlich hält. So ehrlich muss ich sein. Aber ihr wisst es ja, ich mache immer ein Video dazu. Auch wenn ich abgestiegen wäre, wäre das Video natürlich heute gekommen. Ich habe ja sogar schon ein verlorenes Weltpokalfinale hochgeladen. Das Video ist nicht gut geworden, ich gebe es zu, aber ich habe es hochgeladen und man kann sich anschauen, wie ich leide. Also, wer sehen möchte, wie ich leide, der kann sich einfach das Weltpokalfinale vom DE2 anschauen. Das tat sehr weh damals. Das war's zum heutigen Video, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adios!